Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, ich habe das Opening jetzt ausgelassen. Das Opening habe ich einfach auf der Time Controller ein bisschen was. So, außerdem hat das Intro gelaggt und ich dachte, wir fangen nicht direkt so an. Und ja, es wurden keine Dragon Ball Xenoverse 2 Speicherdaten gefunden. Neue Speicherdaten erstellen. Ja. Übernahme deiner Speicherdaten. Okay. Ja. Okay. Aha. Okay. Also ich lese das mal vor. Der Dragon Ball Xenoverse Held, Zeitsoldat aus Tokistadt. Ist ein anderer Charakter als der Dragon Ball Xenoverse 2 Held. Der Zeitsoldat aus dem vorherigen Spiel ist als legendärer Krieger bekannt, der die Geschichte gerettet hat. Wenn du deinen Helden aus dem vorherigen Spiel angepasst hast, können bestimmte Kostüme und Fähigkeiten in Xenoverse 2 übernommen werden. Es können allerdings nur die Daten eines einzigen Zeitsoldaten übernommen werden. Wenn du erneut Speicherdaten übernehmen willst, nachdem du bereits Dragon Ball Xenoverse 2 Speicherdaten erstellt hast, zum Beispiel, weil du die Daten eines anderen Zeit-Soldaten übertragen müsstest, musst du deine Xenoverse 2 Speicherdaten löschen und das Spiel auch einmal von vorne anfangen. Wir empfehlen Dragon Ball Xenoverse zu starten und die Kleidung und Fähigkeiten des Avatars, die du übernehmen musstest, vorher anzupassen. Abhängig von deinen Spieldaten erhältst du bei der Übernahme bestimmte Kostüme und Fähigkeiten wie 10 XFP-Medaille und eine neue Währung für Xenoverse 2 als Bonus. Folgende Ausrüstung und Fähigkeiten, die dein Charakter angehören, werden beim Übernehmen der Xenoverse-Daten übertragen werden. Kostüm oben, Kostüm unten, Hände, Füße, Superangriffe, zwei ultimative Angriffe, ein Ausweichfähigkeit. Charaktername, Aussehen, Stimme und Fähigkeiten des Zeitalters können nicht übertragen werden. Das Aussehen oder Verhalten einiger Kostüme und Fähigkeiten können sich ändern. Der Zeitalter, den du wählst, kann sich selbst nicht in Dragon Ball Xenoverse 2 verwendet werden. Ausgerüstete Fähigkeiten und Kostüme, die nicht übertragen werden können, werden nicht umgetauscht. Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Vegeta 2, Kaioken 3 von Kaioken 4, was von Kaioken, Erwachenpotenzial, Tumultsperre, Rebellionssperre, Tyrannenrolan, Auftakt der Zerstörung mit Töner, Seelenmanager und Zerstörung. Fähigkeiten und Kostüme, die nicht übertragen werden können, können in Seni- oder ZP-Medaillen umgetauscht werden, wenn du eine bestimmte Episode der Zeitkontrolle besser erreicht hast. Ja. Als Speicherdaten werden geladen, dann aber abgeschlossen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich verdammt gespannt. Verbindung zum Dragon Ball Xenoverse Server mit Handstand. Verbindung zum Xenoverse Server mit Handstand. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Also ich glaube, ich bin ein bisschen leise. Option, Grafik. Ja, nehmen wir das. Leise, also die Grafik an sich finde ich jetzt schon im Menü geil, aber da ich jetzt aufnehme, muss ich die Grafik halt ein bisschen runterschrauben. Ich glaube, ich lasse das jetzt so. So, ich hoffe, die Aufnahme hat jetzt nicht neu begonnen, hat sie aber anscheinend nicht. Spieleinstellung. Boah, Alter, das stellen wir jetzt erstmal. Hey, hey, hey! Au! Hey, it's me, Goku! Ja, Goku, schrei mir nicht ins Ohr. Alter, war das heftig. Audiosprache japanisch. Auf jeden Fall, ich gerade Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2, was laber ich da? Oh ja, Gott. Dragon Ball Super. Und da bietet sich das mehr an. So, Steuerung will ich gleich wissen. Spielstart. So, jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, dass die Sequenz nicht laggt. Ansonsten mache ich einen kurzen Cut. Und, ja. Aber, wie es aussieht, haben wir 54 FPS. Das schwankt gerade ein bisschen. Aber das sollte eigentlich klar gehen. Ach ja, ich muss jemanden für diese Mission auswählen. Aber wen soll ich wählen? Wie wär's mit meinem vorherigen Time Patroller? Aber das wurde ja gerade gesagt, dass man ihn nicht nehmen kann. Okay, jetzt bin ich verdammt gespannt. Oh shit, das sieht ja schon mal richtig geil aus. So. Wenn du dich mehrfach absichtlich bei Online-Kämpfen oder Quests abmeldest, erhältst du folgende Strafe. Du wirst bestraft, erscheint der Charaktername, der Profil in Canton City, Mehrspielerlobby in Warteräumen Rot.
Um deine Strafe wieder loszuwerden, musst du Online-Kämpfe oder durchgehend spielen und normale Quests abschließen. Das funktioniert nicht im Endloskämpfen. Holy moly, also was? Man kann schon am Anfang ganz viel erstellen. Das war mit Dragon Ball Xenoverse anders. Ja, heute ist der Release. Gestern durfte ich schon installieren. Boah, Mann, jetzt alle haben so geile Fähigkeiten. Aber ich nehme wie immer den Saiyan. Männlich. Ich will den Super Saiyan 3. Den habe ich mir in Dragon Ball Xenoverse schon gewünscht, aber leider nicht bekommen. Ja, dann nehmen wir. Ach komm, nehmen wir den. Körpertyp. Ja, doch. Nee, ich will ein bisschen. So. Kann ich bitte Gokus Haare haben? Nah dran. Also ich hoffe. Ach komm schon. Kann jetzt nicht wahr sein, bitte. Also die Anfangshaare da. Das ist mehr. Da nehmen wir einfach die Augen. Mehr so Vegeta-like, jawohl. Ich will große. Ach, lassen wir einfach so. Nase. Lassen wir auch so. Steht ihm gut. Mund, Kinn. Das sieht gut aus. Ohren. Hey, die machen für mich keinen Unterschied. Hautfarbe lassen wir so. Ach, die können wir eigentlich genauso lassen. Am Ende ist der Dings eh wieder anders. Stimme, das ist wichtig. Ja, doch, das ist so mäßig ein bisschen Vegeta. Weil ich mag Vegeta und Goku eigentlich gleich, aber ich mag Vegeta momentan einfach mehr. Der rastet nämlich momentan richtig aus. Feierlexa, so. Bestätigen wir. Nein. Oh, really, nigga? Boah. Ich hab grad voll das Mikro in der Fresse. So. Ja, das lassen wir jetzt bitte auch so. Bestätigen. Welchen Kampfstil bevorzugst du? Ach Gott. Ey, ich hasse diese Frage. Nahkampf mache ich automatisch immer, weil ich das geiler finde. Aber Fernkampf ist natürlich, macht mehr Schaden teilweise, wenn ich es gut mache. Aber hier sind die Nahkampf-Kombos geil. Nah und Fern ist mir scheißegal, ich halte Balance. Verbindung zum Dragon Ball Xenoverse Server wird hergestellt. Oh, Alter. Ich finde das so fies, ne? Gestern durfte ich das Spiel schon vorinstallieren. Eben musste ich jetzt noch die ganze Zeit warten. Also ich war schon um 11. Ich nehme das gerade um 13.08 Uhr auf. Und ich werde es natürlich danach direkt gleich hochladen, ne? Damit ich möglichst früh schon was habe. Ach, scheiße. Jetzt muss ich noch Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 releasen. Ach, das kommt alles. Ich knall das jetzt alles raus heute. Eigentlich habe ich gedacht, ich mache noch ein Infovideo. Aber, na komm, brauche ich nicht. Der Lädbalken hat gerade gehangen. Ist vielleicht nicht so gut. So. Oh, es läuft flüssig, glaube ich. Nee, es ruckelt. Oh nein. Nicht die Time-Rolle. Also ich mag das ja nicht, wenn Ton und Bild verschieden sind. Ein letzter Blick auf den Planeten. Bardock. Ich werde die Zukunft ändern. Alter. Ich lasse das jetzt mal laufen, auch wenn der Ton vielleicht ein bisschen hinterherhängen wird. Oh, Alter, der Kuku-Move. Ey, Bardock ist wirklich ein krasser Kämpfer, muss ich sagen. Zack. Boah, ey, die Grafik. Ich krieg Orgasmus. Ja. Oh, shit. Alter. Was war das jetzt? Goku. Ach, er sieht die Vision, die Goku Freezer gegenüberstehen wird. Rein dafür, gib ihm auf die Fresse. Oh shit. Warum zum Koko greifst du uns an? Der legendäre Super Saiyajin zeigt sich. Äußerst unerfreulich. Was? Als ob. Erlaube mir, meine Rache fortzusetzen. Also weiter hat Bardock jetzt nicht in die Zukunft geschaut. Er ist mit. Also ich würde. Dies wird alles ändern! Das wird, glaube ich. Das wird ein tolles Feuerwerk zeigen. Ich werde dir ein tolles Feuerwerk zeigen. Was?
Ja, er tötet erstmal alle seine Dings mit. Alter, fuck. Aber, was mich verwundert, dass er, Super Saiyan Blue und, Golden Freezer, gesehen hat. Das schockt mich jetzt doch ein bisschen. Aber, es läuft flüssig für mich. Ich hoffe, es läuft für euch auch flüssig. Ansonsten, rendere ich das am besten mal mit Sony Vegas. Weil das Programm, die das mal 2 nimmt. Und ja, also, es gibt einfach bessere Qualität. Also, wenn man es so sieht. Hä, was ist daran jetzt falsch? Ich das? Thales? Mira. Was machen Thales, Mira und... Ich hab den erst bekämpft. Slug. Hier, Tova. Nicht das Ei. Nein! Wer bist du? Er hat ein bisschen die Haare von Bardock. Aber nur ein bisschen. Dragon Ball Xenoverse 2. Ich habe so lange auf den Tag gewartet. Ich habe schon gedacht, ich erlebe den Tag nie. So, darf ich spielen oder es besteht das Spiel aus gucken. Oh, cool, ich laufe. Ich laufe ohne zu laufen, also ich steuere das gerade nicht. Also, der Raumanzug sieht geil aus. Das muss ich jetzt mal zugeben, tut mir leid, aber der, ich mag ja Blau generell. Super Saiyan Blue ist auch mit meiner Lieblingsform, wobei ich schade finde, dass die da nicht so ausrastet. Vegeta! Wow! Vegeta! Vegeta! Nanda! Was? Ich habe dir die Trainingsrüstung fertig, die du haben wolltest. Ich habe ein paar wunderbare Materialien gefunden, die im Vergleich zu deinem alten Zeug sitzt wie ein Handschuh. Das stimmt, ich habe eine hochmoderne Rüstung für meinen Mann gemacht, der es nicht mal nötig hat zu arbeiten. Ich bin so eine tolle Ehefrau, oder? Ach komm schon! Jeden Tag Training und Training sind alles Saiyajinsum, du meine Güte. Du weißt wirklich, wie du mich reizen kannst. Vielleicht sollte ich einfach eine riesige Geburtstagsparty schmeißen. Weißt du überhaupt, wann ein Geburtstag hat? Nicht, dass irgendjemand wichtiges Geburtstag hat. Achso, sie. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, welcher Saga das jetzt gerade spielt. Eingehender Bericht, bewährte Situation. Warte einen Moment! Alter, was soll das denn? Du bist für eine wichtige Mission gewählt. Ey, nein, jetzt kann ich gerade keine Nacht. Ja! Hui! Oh, geil. Schade, dass mein Charakter nicht spricht. Weil er hat ja jetzt die Stimme bekommen. Ich finde das echt schade, dass er nicht spricht. Weil mein Charakter sollte eigentlich sprechen, weil ich auch viel spreche. Und ich hoffe, man hat mich überhaupt im Intro gehört. Also, Gott. Im Dings. Das Spiel kackt jetzt ab. Es lädt. Es lädt immer noch. Komm schon! Please! Please, Obama! Hallo? Lade! Komm schon! Bitte? Hello from the other side. Hello from the other side. PC bitte, Leute? Boah, also da hat's gerade echt geruckelt. Ich guck einfach den Ladebalken böse an und dann hat's weitergeladen. Boah, ich hab's schon gedacht. Ich mag welche Screens im Ladebildschirm. Ich hoffe, das Spiel lädt nicht zu lang, aber ich finde, so ein Spiel, was richtig gut gemacht ist. Ja, 852. Was? Achso, ich dachte gerade. Chillung.
Ich finde, so ein Spiel, was lange lädt, muss auch eine gewisse Qualität haben, so wie das gerade. Und guckt euch mal die Haare an. Also ich weiß nicht, ob ihr das in guter Qualität seht, weil ich nehme das hier mit Qualität 10 auf. Das ist sehr schlecht. Eigentlich 100 müsste ich machen, dann seht ihr alles. Aber ich rendere das dann immer hoch. Und dann seht ihr es auch ungefähr so. Boah, Alter, die Stadt ist ja mal richtig fett. Also ich habe es ja schon im Trailer gesehen, aber ich wollte mich eigentlich nicht so viel spoilern. Dann habe ich aber die Freezer-Saga, also nicht die Freezer-Saga, sondern die Golden Freezer-Saga in den Bann gezogen. Und da ist der Supreme Kai of Time. Hello. Oh yeah. Okay. Lol. Aber jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird mir wahrscheinlich erstmal die Grundsteuerung im Dings erklärt. Oder Trunks will mich testen. Weil ich bin ja Trunks Partner. An sich. Willkommen zu Hause! Ha! Du wurdest für diese wichtige Mission auserwählt! Oh, Fax Obama, ey. Gratuliere! Aber alles, aber bitte nicht kochen, danke. Sterben möchte ich nämlich auch nicht. Kopf hoch! Die Kaioshin der Zeit ist gekommen, um dir alles Gute zu wünschen. Das ist doch toll, oder? Du wirst mit der ganzen Story auf den Sack gehen. Bist du nicht ein wenig kühl? Also, ich versuche das jetzt mal so synchronisieren auf Deutsch. Du suchst also den alten Mann. Oh ja! Als er hörte, dass du den Test bestanden hast, ist er plötzlich verschwunden. Welchen Test? Warum suchst du ihn nicht? Ich bin mir sicher, dass er sich, dass sich niemand so sehr wie er über den Erfolg gefreut hat. Alter. Darf ich mich bewegen? Bitte! Lass mich bewegen! Yeah! Eigentlich wollte ich das ja so früh wie möglich aufnehmen. Oh. Oh. Jetzt. Ach. Also, es sah gerade komisch aus. Ich hatte schon für einen Moment richtig Schiss. Muss ich jetzt was zugeben, ne? Ist das die Musik der Stadt? Ich hoffe mal nicht. Ah, komm schon, lade! Komm schon, lade! Komm schon! Es hat sich bewegt. Oh mein Gott. Ja, es lädt. Es lädt. Kamehameha! Ach, komm schon, lade einfach! Komm schon. Danke, es lädt. Oh, thanks, Obama. Ey. Weißt du, ich war schon dabei, eine Kamehameha zu laden. Vielleicht hat man es kurz gehört. Der alte Mann ist in die Richtung gerannt. Er könnte auf dem Weg zum Gebäude, zu dem Gebäude mit dem blauen Dach gewesen sein. Jemand muss da was gesehen haben. Du solltest dich mal umhören. Und beeil dich. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du kannst Flug noch nicht einsetzen. Auch wenn du es eilig hast. Ich habe gesehen, wie du geflogen bist.
Das passiert nicht nochmal. Es ist gefährlich da draußen, einfach so herumzufliegen. Du brauchst eine Fluglizenz, bevor du in Canton City fliegen darfst. Kokaturi-Stadt hat mir mehr gefallen. Was habe ich gesagt? Canton City. Okay. Ja. Linker Trigger, okay. Ah, Story Event, Zeitspalten Event, Quest Event, Ausbilder Event, Ausbilder. Okay. Okay, das laut. Also im Sprung ruckelt das Spiel ziemlich. Ach, weil ich noch nicht abheben darf wahrscheinlich. Alter! Frost! Nein! Okay, genug Scheiße gebaut. Lass mich hier raus. Doch, die Störung gefällt mir. Wir sind von Level 1 in Saiyajin, das sind wir vielleicht allerdings. Fähigkeiten ändern. Ich will erst mal gucken, was haben wir da so für Fähigkeiten bekommen. Keine Ahnung. Ja, ich dachte. Hä? Ich dachte, wir haben die Daten gedingst. Erwachenfähigkeit. Die Ausrüstung. Sollen wir das die Ausrüstung haben? Hä, ich dachte, wir. Ich hab die Daten übertragen. Ah. Egal. Oder steht er hier in der Mitte? Sieht der jetzt so eine große Figur von einem Saiyajin? Vielleicht ist auch das genannt gewesen. Mann. Egal. ZP-Medaillen laden. Hi. Hi. Paar mehr wichtige Informationen über Questkämpfe, Stadtausbildung und bla. Tutorials. Achso, das habe ich schon. Geh weg. Hi, jo. Tofu. Was geht, bra? Hey, wie geht's? Ist irgendwas? Suchst du den Groi Kaioshin? Er ist vor gar nicht langer Zeit die Straße herunterspaziert, aber dann hat er plötzlich einen Schrei ausgestoßen und ist gegangen. Kennst du den Kostümladen da drüben? Er ist direkt daran vorbeigelaufen. Frag dort, wenn du ihn nicht findest. Irgendjemand muss gesehen haben, wohin er gegangen ist. Er ist normalerweise ein ziemlich ungestümer alter Mann, aber auch heute wirkt er ein bisschen erschöpft, was wohl passiert ist. Ja, keine Ahnung. Ah. Hallo. Würde ich den Xenoverse-Server unterbrochen? Okay, vielleicht. Konnichiwa. Darum streifst du so durch die Gegend. Oh, lass mich raten. Du suchst den Ruka, Yoshi. Ich habe ihn die Straße heruntergehen sehen und dabei schrie er, dass er beschäftigt sei. Ich dachte, er wollte zur Akademie, aber dann ist er in Richtung des Empfangsbereichs gelaufen und gestolpert. Ich hoffe, es geht ihm gut. Nach dem Sturz sah übel aus. Der Empfangsbereich findet sich unter dem gelben Dach dort drüben. Du solltest ihn auf deiner Karte finden können. Ja, also da. Ja. Ja. Hallo. Ja, kannst es lassen. So. Mann, ich kann auch nicht schneller laufen. Bei Dash hatte ich mir eigentlich mehr erwartet als Gehtempo. Ich kann. Oh, Nachrichtentafel. Kunel. Hallo, Kunel. Tada! Was? Du willst wissen, wo der Ruka durch die Schelle hingegangen ist? Er verließ den Empfangsbereich und ging in Richtung Zeitnest. Das Zeitnest ist direkt hinter dem Tor. Du solltest auf deiner Karte. Du kannst es auf deiner Karte finden. Solltest du dich jemals verlaufen, vergiss nicht. Du hast eine Karte, ne? Okay, krass. Nein! Lass mich. So, da. Hä? Digga, was? Wollen die mich verarschen? Muss ich ja hier. Die will mich da verarschen, oder? Das ist ein Prank, oder? Als ob die das nicht gesehen hat. Das. Ach, egal. Und fliegen kann er wahrscheinlich auch nicht, Alter. Alter, der Zeitanzug sieht sonst stylisch aus. Nice. Ich habe es ja extra vorbestellt, muss ich dazu sagen. Und ohne Witz, das Spiel gefällt mir richtig gut bis jetzt. Also die Grafik überzeugt mich schon. Also ich habe es ja ein bisschen runtergestellt, aber sobald ich
Offscreen spielen würde oder sonstiges, mache ich die Grafik wieder hoch. Ich spiele natürlich nur Offscreen Zeitmissionen, also ein bisschen zu leveln. Aber eigentlich hatte ich so geplant, alles, jeden Schritt mit euch zu machen. Aber ich denke so, nein, ja gut, leveln. Wenn ich jetzt die ganze Zeit level, dann willst du mich verarschen. Aber es ist zu spät. Wo warst du denn die ganze Zeit gewesen? Na, das war meine Schuld. Hör auf, anderen deine Fehler in die Schuhe zu schieben, du kleiner Pflegel. Jetzt hör mir gut zu. Du wurdest für eine ganz besondere Mission ausgewählt. Es ist eine große Ehre. Du bist erst das zweite Elite-Mitglied, das so etwas versucht. Reise in verschiedenen Zeitaltern, in denen Geschichte verändert wurde, und behebe sämtliche Fehler, die aufgetreten sind. Du hast allerdings noch nicht viel gelernt. Als erstes solltest du das Wissen derer nutzen, die vor dir gereist sind. Sobald eine Veränderung an der Geschichte vorgenommen wurde, sind alle weiteren Veränderungen gleich zu bewerkstelligen. Begib dich in die Zeitalter, in den Änderungen an der Geschichte vorgenommen wurden, und gib alles, um diese zu beheben. Okay, dann los! Hey, warte doch kurz! Wenn das nicht mal die Kaioshin der Zeit ist. Ich dachte, ich wollte die Sache schon selbst in die Hand nehmen. Kein Grund, so feindselig zu sein. Ich bin hier, um mein Wissen, um die Geheimnisse des Kampfes zu teilen. Oh, tatsächlich, na dann herzlich willkommen. Das ist ja perfekt. Zuallererst müssen wir lernen, was dir die Kaioshin der Zeit beibringen kann. Komm zu mir, wenn du alles über die Aufgaben eines Zeithaufen-Soldaten erfahren hast. Dann erwartet dein erster Job auf dich. Okay. Willkommen! Die weise und mächtige Kaioshin der Zeit ist hier, um dich in den Geheimnissen des Kampfes zu unterweisen. Du solltest dich geehrt fühlen. Okay, legen wir los. Bist du bereit? Gibt's noch vielleicht? Ja, komm. Kunst des Kampfes schließt alle Herausforderungen ab. Okay, wunderbar. Das wollte ich hören. Wir müssen mit der Grundlage anfangen. Legen wir los, ja? Oh, holy moly. Das kann nur schief gehen, Leute. Das kann nur schief gehen. Ich bin verdammt gespannt. Verdammt gespannt. Ey, die Ladezeiten, die sind echt schlimm. Wenigstens lädt es jetzt etwas besser als eben. Oh, die Kunst des Kampfes. Schließe alle Herausforderungen ab, verlasse die Herausforderung frühzeitig. Okay, das wäre eine Niederlagebedingung. Okay, ungefähr die gleiche Stelle. Okay, das ist anders. Okay, hier. Ja. Okay, ich habe keine Skills. Damit schütze ich mich. Okay. Ja, ganz einfach. Okay, weiter im Text. Ja gut, also. Okay. Drücke doch. Was ist da denn nicht, das Typ? Vielleicht wollen die, dass ich so auf den Boden komme. Ja, was denn los? Mach ich doch. Was willst du denn von mir? Ja, ich flieg doch rum. Also, es läuft auf jeden Fall schon mal flüssiger. Okay, es gibt auf jeden Fall schon mal ein paar Kombos. Was denn? Was ist das? Okay, Trigger, das ist der Trigger. Okay. Hey, was wollen die von mir? Hä? Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Ich geh jetzt einfach mal die ganze Steuerung durch. Ja, so.
lange soll ich denn das halten? Hä? Okay. Ah. Jetzt brauchen wir einen Partner. Oh! Oh Gott. Trunks, bist du es wieder? Boah, die Sonne. Hä? Was? Really? Okay. Ja. Oh, Mama! Mama, Mama, Mama! Hör! Doch, die neue Kombo gestorben, ja. So, Y-Kombo. Wenigstens geht das Heavy Man nicht down, muss man sagen. Ja! Bam! Bitch! Get out of the way! Oh! Alter. Ach, Leute. Ach, really? Was war das denn jetzt? Ach Mann, das geht doch voll schief. Kannst du bitte auch treffen? Ach Junge. Waffe, ey. Dieser Sabian, ich mach das nicht. Die wollen auch, dass ich die Kombo mache, aber ich treffe ihn halt nicht. Okay, nochmal. Das geht auf, okay. Denkst du, ich versuche den Arzt, der kann nicht gewinnen halten. Junge! Hab ich's? Das funktioniert schon. Das war doch ordentlich Schaden. Oh. Ey, ich bin gerade nicht zu gut. Okay, jetzt hab ich ihn wieder hier drüben. Achso, das ist auch nicht so. So, ey. Junge, hör auf damit! Oh, danke. Klasse, du hast es drauf! Ja. Nach 1000 Versuchen trifft er den endlich mal. Oh. So! Oh! Komm, Alter! Ah! 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 Ah, cool. Ja, Junge, geht auch nicht. Du musst ja den nicht angegriffen haben. Ah. Oh. Ach, Junge, es ist das Ding. Ja.
so, dafür war das. Ah! Alter, das war heftig. Also da gebe ich zu, das war gut. Wirklich beim Aura-Knall sprint. Au. Bam. One-hitted. Wahrscheinlich voll. Bam. Ja. Oh. Oh shit. Hä? Ja. Hä? Hab ich schon. Okay. Kannst du bitte... Guck mich an. Ah! Doch was? Ach so, das. Ja, das ist normal. Gut gemacht. Inzwischen bist du Experte in Sachen Angriff. Ja. Geh nochmal zurück. Und suche nochmal. Das ist was faul. Wieso? Hä? Na gut, ich hab keine Ahnung. Hä? Erstmal einer. Okay, ich stehe jetzt einfach mit dem Kopf. Ja, das sind zu viele. Okay, Das ja, das ist schade. So. Geh weg. Ah, gut. Okay, gut, das hat schon mal gut geklappt. 40 Minuten, okay, das ist richtig. Ich habe irgendwie so eine Ahnung, dass wir noch nicht fertig sind. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich hier noch Skills brauche. Bluff! Ja, wahrscheinlich! Ha. Gib ihm!
6 auf einmal, ist das normal? Oh shit. Oh Gott. Energiewelle! Oh. Holy shit. Okay. Energiewelle. Was ist das denn bitte? Ja, ja. Komm her! Komm! In die Fresse! So. Komm bitte her! Was will er? Junge! Okay, sorry, aber das muss jetzt sein. Das ist so. Ja! Easy. Oh, geil. Doch, das Gameplay gefällt mir. Du lernst schnell, ich glaube, du kannst die Zeitlinie in den Angriff nehmen. Ich habe einige Mitglieder der Patrouille gebeten, mit dir zu trainieren. Ist das okay? Waren das alle welche? Dann habe ich die gerade alle getötet. Ah, geil. Was? Jetzt? Okay, jetzt kämpft er. Als ob. Du Pisser. So, Junge. Diana. Ich bin ein Saiyan. Ach, Junge. Boah. Ah, das war ein bisschen. Das ist sehr lustig. Und jetzt voller Kraft in der Gewelle. Komm her, Greifhaus. Ja, super netter Faust. So, jetzt machen wir das nochmal. Und wenn ich abbekomme, und dann ist es zuerst kommen muss. Ja, komm her. Das kann ich jetzt so lange lang machen, oder was? Nee, wäre auch schon lustig gewesen. Und mir das Ganze mit der Energie werden. Komm, boah. Okay. Was machst du da? Lass das. Hör auf zu tanzen! Okay. Ja. Riesenmatsch. Riesensturm. Easy. Ah, geil. Das war's von mir. Mach weiter. Ich bin gespannt, was du alles verbinden wirst. Oh, thanks, Obama, ey. Das Tutorial war mal ein bisschen anstrengender jetzt. Als das gegen Trunks. Z. Was? Oh, Level 2. Cool. Ja, wir haben das Spiel durch. Okay, nein, aber... Ja, gut. So. Ich hab richtig Bock auf noch mehr. Ich will einfach noch mehr aufnehmen. Lädt das Spiel oder? Ah, da lädt's, es lädt. So, jetzt bin ich gespannt. Er speichert. So. Jetzt könnt ihr eigentlich zum Kaioshin der Zeit gehen, aber ich. Das war's erstmal mit dem ersten Part von Dragon Ball Xenoverse 2. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao. Ja, Feuer, Alexa. Bis dann und ciao.